Guten Morgen miteinander. Ihr habt alle beim Hereinkommen solche Kleberli bekommen und sie sind dafür da, ganz verschiedene Emotionen auszudrücken. Wie geht es dir? Das fragen wir manchmal und sagen dann, ja, ja, gut. Aber heute wollen wir schauen, gibt es noch mehr Worte? Bin ich ängstlich, besorgt, wütend, interessiert? Schaut einmal in euch hinein, wie ihr euch heute fühlt. Und dann könnt ihr das Kleberli auf den ersten Kreis im Liedblatt kleben. Das tun wir beim Vorspiel. So wie wir gekommen sind, feiern wir Gottesdienst. Gott nimmt uns so wie wir sind. Er liebt uns. Er will unsere Gefühle ernst nehmen und sie nicht einfach beiseite wischen. Und so ist es gut, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu feiern. Unsere Hilfe steht im Namen dessen, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. Lasst uns gemeinsam den Psalm beten und wir sprechen den jeweils im Wechsel, immer ein Block, und ich lade die Männer ein, mit mir zusammen zu sprechen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land,
wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir. Wo seid ihr? Macht und Herrlichkeit. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Und jetzt kommt wieder eine schwierige Aufgabe. Wie fühlt sich wohl der Psalmbeter? Sucht doch eine Emotion aus und klebt sie dazu. Mit dieser Emotion gehen wir jetzt in das nächste Lied und singen Wer nur den lieben Gott lässt walten, das Lied Nummer 681, Verse 1 bis 4. Thank you.
Ich lese aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 13, die Verse 1 bis 9, das Gleichnis von der vierfachen Saat. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer, und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Jetzt, wo ihr dieses Gleichnis gehört habt, die Frage, wie reagiert ihr? Dieser Text stimmt mich wütend, frustriert, interessiert. Ich bin gespannt auf eure Wahl. Und jetzt lese ich uns aus dem Galaterbrief im 5. Kapitel die Verse 16 bis 25. Manche haben sie in der Freitagslosung vielleicht schon gehört. Und es gibt so viel darüber nachzudenken, dass ich diesen Text noch einmal als Predigttext nehmen will. Paulus schreibt: Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite wird verhindern, dass sie das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexueller Missbrauch, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue
Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und jetzt kommt ein spielerischer Charakter. Jede und jeder hat am Eingang eine Karte bekommen mit einer Frucht. Jetzt bitte ich, dass sich mindestens 4 zusammentun, die eine unterschiedliche Karte haben. Dazu müsste man wahrscheinlich aufstehen und sich die Karten zeigen. Und dann ist die Frage, vielleicht bin ich bereit zu tauschen. Vielleicht hat jemand eine Karte, die mir viel besser gefällt und ich kann meine dem anderen geben. Wir brauchen 4 mindestens zusammen. 2 reicht nicht. Ihr müsst dafür aufstehen, sonst klappt es nicht. Austauschen miteinander. Man sollte sich zu 4 finden. 4 Leute. Es reicht nicht 2. Alle haben eine Karte. 4 verschiedene finden. Hier, miteinander. Will jemand tauschen? Jemand tauschen? Den Frieden? Mit tauschen. Ich habe Rechtschaffenheit. Gefällt dir das oder willst du lieber die Freude? Dass man richtig handelt. Jetzt habe ich die. Bist du zufrieden mit der Rechtschaffenheit? Du hast Rechtschaffenheit. Ich habe die Liebe. Was hast du? Bist du zufrieden mit deiner? Oder willst du lieber die Liebe? Die Liebe. Gut. Selbstbeherrschung. Will jemand Selbstbeherrschung? Weiß jemand, es drüber im Pauke. So, wenn jeder dann die Karte, die er gerne hat, hat die Frage, welches Gefühl passt zu meinem Geistesgabe? Was da drauf steht, welches Gefühl passt, genau, passt zu meiner Frucht. Und dann können wir anfangen zu singen. Wer nur den lieben Gott lässt walten, die Strophen 5 bis 7.
So, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jetzt habt ihr einen Moment Zeit, wo ihr keine Gefühle braucht, sondern nur ganz Ohr sein müsst. Ich entschuldige mich auch, wenn ich euch herausfordere mit dieser Frage. Diese Kampagne, wie geht's dir? Die ist zum Beispiel auch von Gesundheit Schwyz mit herausgegeben. Vielleicht hat jemand im Bahnhof schon das große Plakat in der Unterführung gesehen. Ein Riesenbaum, von dem das letzte Blatt abfällt und es ist ein Tee wie traurig. Aber wie selten sagen wir, wie es uns geht? Und ganz viele Menschen sind gar nicht in der Lage zu beschreiben, wie geht's mir, sondern da bleibt nur, was ich von meinen Konfirmanden höre, keine Ahnung, weil ich mir nie Gedanken darüber mache, bin ich dann nachher auch nicht in der Lage, darüber zu reden, wie es mir geht. Das Schöne an dieser Kampagne ist, dass eins unserer Gemeindemitglieder von Gesundheit Schwyz das an leitender Stelle betreut. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Kampagne, die man vielleicht auch in Zukunft unterstützen kann, weil man kriegt zum Schluss Schöckeli. Und das ist immer gut, oder? Schöckeli. Gratis Schöckeli. Und das mit den kostenlosen Gaben, das ist auch etwas, was Gott uns schenken will. Er will uns die Früchte des Lebens schenken. Aber ihm geht es so ähnlich wie dem Verkäufer in einem Geschäft. Eines Tages ging ein Mensch in ein Geschäft, das er vorher noch nie gesehen hatte. Und er wunderte sich, denn hinter dem Tresen standen Leute mit Flügeln. Und er fragte, ja, was gibt es denn hier? Ja, alles, was Sie sich wünschen. Ja, da fing er an und zählte auf, ja, dann wünsche ich mir Frieden für die ganze Welt, dass die Umweltzerstörung ein Ende hat, dass die Menschen wieder freundlich miteinander sind, dass keiner mehr hungern muss und so weiter und so weiter. Nach einer gewissen Zeit unterbrach ihn die Verkaufsperson und sagte, mein lieber Mensch, wir verkaufen hier die Samen und nicht die Früchte. Das heißt, wir kriegen alles, was wir uns wünschen, geschenkt. Aber als kleine, verletzliche Pflanze, auf die wir Sorge tragen müssen. So wie ich, um meinen Kürbis zu retten, jeden Morgen zu meinem Hochbeet gehe und die Schnecken absammle, so ist das auch mit den Gaben des Geistes. Wir müssen ihnen Sorge tragen. Wir müssen schauen, dass sie sich entfalten können und dann auch zur richtigen Zeit ernten. Meinen Kohl, den ich gepflanzt hatte, habe ich geerntet, nachdem er die ersten Blätter hatte. Ich wusste nicht, dass man ihn Monate zusehen muss, bis er richtig fest und dick geworden ist. So ernten wir auch manche Frucht des Geistes sehr früh. Wir haben nicht die Geduld, es wachsen zu lassen. Wir haben nicht die Sanftmut, einen Menschen erstmal ausreden zu lassen oder auch nicht die Treue, um schwere Zeiten zu überstehen. Aber wenn wir jetzt wissen, Gott will uns all dieses schenken und ihr habt euch eins ausgesucht, dann
ist es doch toll, dass wir dem beim Wachsen zusehen können. Dass wir nicht sagen können und müssen, naja, das mit dem Frieden wird sowieso nichts, sondern dass wir glauben können, das ist ein Geschenk Gottes und er will es uns schenken. Es braucht Arbeit, ja. Aber wenn mein Herz dann für dieses Geschenk Gottes schlägt, dann werde ich doch alles tun, dass es zum Blühen kommt bei mir. Weil ich bin das Beet, der Garten, in den diese Gabe hineingewachsen ist und hineinwächst. Also bitte ich euch, dass ihr diese Geschenke hütet, sorgsam mit ihnen umgeht und euch vielleicht auch immer neu fragt, ist es wirklich noch die Selbstbeherrschung, die ich brauche? Ist es wirklich die Geduld, den langen Atem? Oder vielleicht braucht es auch manchmal die Rechtschaffenheit, die da einmal dazwischenhaut und sagt, so geht's doch nicht. Gott will uns das alles schenken, so wie er uns die Emotionen geschenkt hat als Signale. Wenn ich mir bewusst bin, wie gut es mir geht, dann werde ich vielleicht das mit meiner Umgebung teilen. Wenn ich weiß, heute bin ich wütend, sollte ich vielleicht vorsichtig mit meinem Nachbarn umgehen. Wenn ich wahrnehme, wie mir es geht, dann ist das egal, ob ich jubelnd, jauchzend oder eben mit keiner Ahnung herumlaufe. Ich sollte es nur wissen. Heute bin ich irritiert. Also sollte ich mir Zeit dafür nehmen, meine Position neu zu bestimmen. Manche von unseren Emotionen, die fallen uns auch richtig schwer. Vielleicht habt ihr auf dem Zettel was gefunden, womit ihr so richtig sagt, ikitikit. Das will ich gar nicht in meinem Leben haben, das muss ich von mir fernhalten. Und ich lade euch jetzt dann gleich ein, beim Zwischenspiel einen Zettel, der herumgeht mit einer Emotion, die ihr gar nicht haben wollt, zu bekleben. Sie dürfen wir dann Gott in der Fürbitte bringen. Also, noch einmal, Emotionen sind gut. Sie warnen uns und zeigen uns, wo wir stehen. Zweitens, wenn ich um meine Emotionen weiß, gehe ich mit dem anderen anders um. Und drittens, in mir sind ganz viele gute Früchte angelegt. Aber es braucht Sorge, dass sie aufwachsen dürfen. Lasst sie aufwachsen, denn Gott, der den Frieden schenkt, der höher ist, als wir verstehen, der will sie uns schenken. Durch Jesus Christus. Amen. Jetzt kommt der Zettel durch die Reihen. Thank you.
Wie gehe ich mit schwierigen Gefühlen um? Hier sind konfus, panisch und traurig gelandet. Und das wollen wir in das Gebet hineinnehmen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Guter Gott, du siehst, wie wir manchmal in den Stürmen des Lebens die Richtung verlieren, wo so viele Wegweiser in unterschiedliche Richtungen führen. Wir bitten dich, dass du uns eine Orientierung und ein Ziel gibst. Wir bitten für alle Menschen, die sich fragen, was jetzt in den Sommerferien zu tun ist. Gib auch ihnen klare Richtung, Hoffnung und einen Ort, wo die Seele zur Ruhe kommen kann. Guter Gott, viele Menschen sind traurig, weil sie einen Menschen loslassen mussten, weil sie Ziele, die sie sich gesetzt haben, nicht erreicht haben, weil sie die Früchte des Geistes nur bei anderen blühen sehen. Du bist der große Tröster. Sei du da, schick du Menschen, die fragen, wie es dir geht. Tröste uns mit deiner Liebe. Dann denken wir an alle, die durch die Unwetter der vergangenen Tage und Nächte in Panik sind. Panik, dass die Ernte ausfällt. Panik, weil das Wasser steigt und die Keller überfluten. Panik, weil wir so wenig tun können. Guter Gott, du hast Jesus gesandt, der den Sturm stillt. Wir bitten dich, stille den Sturm, der in unseren Herzen und unseren Gedanken tobt. Lass uns in deinem Frieden leben. Und jetzt bringen wir in der Stille alles und jede und jeden, die wir auf dem Herzen haben, zu dir. Gott, du hörst unser Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam singen wir, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Und dabei können wir uns überlegen, wo habe ich Mühe abzugeben? Was löst es mit mir aus, wenn ich etwas abgebe? Und wo ist der Gewinn, wenn Gott mir schenkt, was ich brauche? Musik.
Ja, zu den Mitteilungen. Am nächsten Sonntag ist ein Schwyz-Gottesdienst. Wir feiern das in gleicher Besetzung, Lukas Albrecht und ich. Und wir dürfen uns darauf freuen, einen Gottesdienst mitten in den Sommerferien zu feiern. Die Kollekte diesmal ist für die Casa Farfalla. Wer noch nie davon gehört hat, ist wahrscheinlich in guten Kreisen unterwegs. Die Casa Farfalla steht in Emmenbrücken und ist eine kleine Villa, in der Wohn- und Betreuungsplätze für Menschen mit einer Behinderung angeboten werden. Sie wird von einer Heilpädagogin geführt, bietet für 5 Menschen Platz und das Besondere ist, dass es über viele Jahre ganz konstant ist. Das heißt, wenn jemand dort in Ferien geht, dann ist das wie nach Hause kommen. Und diese Casa Farfalla, die können wir mit unserer Kollekte unterstützen, entweder direkt oder online. Der Link ist ja eingeblendet. Ja, und dann noch einmal das Lied, wie die Blumen auf dem Feld blühen. Das hat in den letzten Wochen so viel Spaß gemacht. Ich verspreche das jetzt das erste Mal für eine längere Zeit nicht mehr. Aber wir können es ja noch mal versuchen, gemeinsam zu singen. 6-mal. Für 6 Stimmen. Jetzt am Ende vom Gottesdienst, wenn das Nachspieler klingt, dann schaut doch nochmal, wie habt ihr euch am Anfang gefühlt und wie geht ihr jetzt? Ist da noch ein neues Gefühl dazugekommen oder müsstet ihr den Kleber von vorne nach hinten tun, was ich eigentlich schade finde? Es gibt so viele schöne Emotionen. Aber jetzt lasst uns mit einem Segen der Gefühle in die neue Woche gehen.
Unser Leben ist so viel mehr, als es geht so. Unser Leben ist mehr, als es muss. Unser Leben möge mehr sein als Gleichförmigkeit, mehr als Essen, Arbeit und Schlafen. Es möge die Höhepunkte kennen und den Kontrast. Die Wut, die Heiterkeit, den Tanz und den Glanz. Unser Leben möge mehr sein als Gewohnheit, als Anpassung und Mittelmaß. Die Ausnahme möge in unserem Leben wohnen, das Abenteuer, die Lust, das Verlangen und die Ergriffenheit. Unser Leben möge mehr sein als glänzende Oberfläche, mehr als Spaß, Geplauder und Tempo. Es möge das Geheimnis bergen, die Tiefe, das Staunen und die Dankbarkeit. Unser Leben möge gesegnet sein. So geht und bringt Frucht, denn Gott hat es alles in euch hineingelegt. Geht im Frieden. Amen.